Guten Tag, liebe Luthersgemeinde. Heute mal vom Hauptbahnhof. Es ist Sonntag, der 7. September 1975. Oh, wer hat an der Uhr gedreht? Wie man sieht, E4, E5 sind im Einsatz. Einmal KI, sieht man an den verschwommenen Texturen. Und einmal ich als E5. Fahrplan habe ich schon übernommen. Bin sogar schon eine Runde gefahren, um mir das schon mal anzugucken. Also, es ist relativ entspannt. Und der Kollege von der E4, der müsste gleich losfahren. Weil die 2 ist gerade durch. Also, worum es geht, ist ja mal zu zeigen, dass man durchaus eine entspannte Runde durch Sonnenburg fahren kann, auch unter die derzeitigen Bedingungen. Wir fahren hier halt also mal die E5, die fährt am Sonntag im 10-Minuten-Takt, im 20-Minuten-Takt, immer abwechselnd. E4, E5 ist dann 10, ist kein 10-Minuten-Takt, weil ich muss die ein bisschen an die 1 und 2 so ein bisschen anpassen in der Fahrzeit, weil sonst passt das hier nicht mit den Durchfahrten. Ist ein bisschen verzwickt, weil die fahren natürlich unterschiedliche Linienwege und beide Linien ab und deshalb müssen wir die so ein bisschen mehr oder weniger dazwischen drängeln. Manchmal klappt das auch nicht mit dem dazwischen drängeln, wie jetzt hier zum Beispiel. Da folgt dann auf dem Fuße zum Beispiel die 1 hinterher. Normalerweise sollte die 1 eigentlich vorfahren, aber es ist auch ganz gut so, dass die E4 jetzt vorgefahren ist. Weil die E1 steht hier eigentlich ein bisschen länger am Hauptbahnhof. Im Normalfall hätten wir jetzt nicht so lange Gefäße. Wäre das eine Doppelhaltestelle, würde das also überhaupt nichts ausmachen. Dafür ist diese Haltestelle wirklich eine Doppelhaltestelle vorgesehen, weil eben hier manchmal auch Übergänge zustande kommen, die ja eher zufällig, manchmal auch beabsichtigt, unbeabsichtigt sind. Jedenfalls steht hier öfter mal was hintereinander, wenn hier sehr viele Linien unterwegs sind, also wenn E1, E2, E3 und E4 und oder E5 oder E4 oder E5 im Einsatz sind, dann wird es hier doch schon mal ein bisschen voll. Und dafür ist das hier eine Doppelhaltestelle. Und wie gesagt, am Wochenende stehen ja die 1 und die 2 hier eine 2-Minuten-Pause, um sozusagen die Fahrplandifferenz wieder ein bisschen aufzuholen. Und dann möglichst am Neumarkt pünktlich zu sein. Das klappt auch nicht so perfekt immer. Aber es wäre ja nicht Lotus, wenn alles perfekt klappen würde. So. Ja, dann sind es auch bloß noch 2 Minuten bis zur Abfahrtzeit. Dann würde ich mal meinen Fahrer, meinen Arbeitsplan... Ups, jemand hat mein Ibis-Gerät geklaut. Ach, da ist es wieder. Zack. So, dann bereiten wir uns schon mal hier auf die Abfahrt vor. Also wie gesagt, wir fahren hier kurz hinter der 1. Um dann sozusagen in dem Abschnitt zum Schillerplatz wieder halbwegs mittig zur 2 zu sein. Also, es war ein bisschen mit Hängen und Würgen und Biegen. So ganz exakte Abstände kriegt man also in der Innenstadt nicht hin. Aber letzten Endes sind E4, E5 sowohl Samstag als auch sonntags als Verstärkung in der Innenstadt im Einsatz. Da, wo vermeintlich viel Verkehr entsteht, auch am Wochenende. Auf den kompletten Linien den Takt zu verdichten, würde sich nicht lohnen. Deshalb fährt man in den starken Bereichen eine Taktverdichtung mit E4, E5. So ist der Plan.
mit unserem Stadtring sozusagen. Der allerdings als Einsatzwagen unterwegs ist und nicht offiziell im Linienplan auftaucht. Achso, ursprünglich war natürlich auch vorgesehen, das gibt Lotus noch nicht her, die E4, E5 eigentlich nur bei Veranstaltungstagen laufen zu lassen. Da gibt es viele Möglichkeiten, diverse Märkte in der Innenstadt, Kirmes zum Beispiel in der Innenstadt, irgendwelche Festivitäten, was war denn das? Achso, hier steht schon wieder einer hinter mir und haut mir ins Gesicht, alles klar. Gelegentlich werde ich mich dafür rächen und revanchieren. So. Dann Blick nach links, Blinker und abfahren. Ja, schon wieder diese Doppelhaltestellen-Situation. Ja, hier wäre es also jetzt perfekt, wenn man eine Doppelhaltestelle hätte. Wirst jetzt eine Weile stehend, weil ich bis da auch noch durch. Oh, was ist denn hier los? Stoßverkehr, was kommt denn da noch? E4 bestimmt. Nächster Halt Schmiedehof. Nachteil an diesem Fahrzeug ist, wir müssen händisch den Zielfilm schalten und der ist ein bisschen ewig Durchlauf. Aber ist okay. Weil Neumarkt und Hauptbahnhof über Schillerplatz doch ein bisschen weit auseinander liegen. Ah. Gibt's denn das?
So. Nächster Halt, Rathausmarkt. So. Jetzt haben wir die Aufgabe, das neue Zielschild reinzudrehen. Zusätzlich zu dem, was wir hier noch an Aufgaben haben. Oh, bin ich denn jetzt hier? So, 5. Und runter, Leier, 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 Leier. Leier, 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 Leier. Hauptbahnhof über Schillerplatz. So, ein bisschen. So, neues Zielschild ist drin. Türen sind zu, Glöckchen haben wir gehört. Rechts blinken, abfahren. Meine. Und links blinken. So. Pünktlich sind wir halbwegs. Ist auch nicht so schlimm, wenn wir nicht ganz pünktlich sind, weil 4 bis 6 haben die sowieso Anschluss am Neumarkt und wir sind dahinter. Also die 1, die vor uns war. Was kommt hier angeradelt? Ach so. Die sind schon fertig mit Anschluss. Genau. So, nächster Halt, Neumarkt. Steht da sowieso. So. Zack. Nee, die Sonntagsrunden auf der E4, E5 sind relativ entspannt, weil man hat relativ lange Pause. Es reicht aber nicht für einen Umlauf. Es müssen zwei Umläufe trotz 20-Minuten-Takt. Hätte man auch noch ein bisschen anders ziehen können, aber dann wären es wahrscheinlich 3 Kurse gewesen. Hat er jetzt geschalten? Ja. Nächster Halt, Schillerplatz. Schon wieder ein Anschluss. Ach nee, das ist eine E4. Ja, eine E4.
rast hier. Das ist immer unmöglich. Ja, wenn man das, wenn man diesen Sackstand mit dem Zielschildwechsel nicht haben möchte, wenn man da keinen Bock drauf hat, dann bietet sich natürlich an, mit dem M6 zu fahren. Mit dem N6S. M6. Mensch. Oder, wozu ihr gerade Lust habt, GT8 geht natürlich auch. GT8S meine ich. Und SU geht natürlich auch. Haben wir ja auch im Angebot. Den habe ich bloß nicht in der KI, weil er sonst hier Sonnenburg zum Zusammenbrechen bringen würde. Beziehungsweise bei meinen Versuchen war dann kein Start mehr möglich, wenn der GT8S auf der Wagenreihung vorgesehen war. Nächster Halt, hinterm Oberwall. Seglerweg habe ich schon angesagt. Weil da musste ich mich auf die Verkehrssituation konzentrieren, weil Ampelphase knapp und so. Ja, das ist der Nachteil von einer nicht automatisierten Ansage. Ich hoffe ja sehr, dass für GT8 und GT6 wenigstens noch optional die Möglichkeit einer Ansagefunktion eingebaut wird. Wenn das auch nicht dem Düsseldorfer Vorbild entspricht, so könnte es aber ein Modul von vielen sein, weil es gab ja GT8 auch in vielen Städten mit automatischen Ansagesystemen. Sei es als Kassette oder sonst irgendwas. Nächster Halt ist übrigens Henschelbad. Wenn wir hier mal irgendwann freikriegen. In diesem Jahrhundert. Ah, ja. Verkehr von links wird aufgehalten. Der stört uns nicht. Aber Verkehr von rechts... können sie uns verquer fahren. Verkehr fährt verquer. So, einmal Gas geben bis zum Trenner. Abschalten und rollen lassen das Zeugs. Wir machen uns hier mal viel zu viel Stress. Ja, bei dem Personalwagen. Weil der Personalwagen geht natürlich davon aus, dass wir nachts keine großartigen Fahrgäste mehr haben, habe ich das inzwischen so gemacht, wenn ich den mal fahre, dann achte ich immer darauf, dass diese Figur, diese Money-Figur an der Haltestelle steht. Und nur wenn diese Figur an der Haltestelle steht, dann halte ich an oder wenn ich einen Haltewunsch habe. Leider hat man denn oft sehr viele Fahrgäste im Wagen, die sehr oft den Haltewunsch bedienen. Deshalb muss man sich ab und zu auch mal zwingen, an Haltestellen durchzufahren, um im Fahrplan zu bleiben. Weil der ist ja doch ein bisschen straffer, der Personalwagen. Der wäre jetzt allerdings für ein Video nicht so geeignet, weil dem müsste ich das Video in zwei Teile aufteilen, weil man ist ja über 2 Stunden unterwegs in dem Umlauf. Aber wer weiß, vielleicht mache ich es doch mal.
dann wären das eben zwei Teile. Aber als ein Teil wird das wirklich zu lang, glaube ich. Obwohl, ich kann es reinstellen und dann sehen. Kann es ja mal reinstellen und dann sehen, oh, wie es ankommt. So. Nächster Halt ist der Rothauser Straße. So, und da sind wir auch schon auf dem runden Platz. Und der nächste Halt ist Steinmetzstraße, Technisches Rathaus. Und wir müssen raus aus den Kreisen. Also den. Können wir schon mal setzen. Ja, Weiche steht. Ja, soweit der Serviervorschlag hier für einen entspannten Dienst in Sonnenburg. Ich muss hier nicht einmal irgendeinen Knopf drücken an irgendeiner Signalanlage, weil der Fahrabstand ist hier wahrscheinlich so, dass ich beim Start, ich weiß jetzt nicht, welche Uhrzeit die Startzeit genau war, 13:30 oder sowas. War genauso, dass wahrscheinlich kein Zug in irgendeinem eingleisigen Abschnitt war und deshalb die Signalanlage sich nicht verschluckt hat. Ansonsten muss man immer erstmal die Signalanlage wieder in Gange kriegen. Also beide Signalrichtungen zurücksetzen und beide Fahrtrichtungen zurücksetzen, bevor die Züge das wieder vernünftig anfordern können. Ja, die große Beobachtung der letzten Zeit ist, dass die KI-Züge, wenn sie noch unvollständig sind beim Spawnen, also wenn sie beim Start leer losfahren, ohne dass irgendwas an Fahrzeug schon zu sehen ist, dass die dann die Signalanlagen durcheinander bringen dadurch. Weil sie dann in den eingleisigen Abschnitt reinrammeln und wahrscheinlich die eingleisigen Abschnitte noch ignorieren. Und die Abschalt- und Anforderungstrigger völlig durcheinander bringen. Also meine Beobachtung ist sozusagen, die Fahrzeuge sollten nicht sofort losfahren, wenn Lotus startet, sondern die sollten eigentlich so lange stehen bleiben, bis sie vollständig gespawnt sind. Also vollständig arbeitsfähig.
und empfangsbereit für den Linienweg. So kommen nämlich auch Falschfahrten zustande scheinbar. Weil wenn die an Haltestellen vor irgendwelchen Weichen gespawnt werden, dann fahren die natürlich die falsche Richtung. Wenn sie noch nicht aufnahmefähig sind für die Fahrtrichtung, in der sie fahren sollen. Aber sowas kriegt man natürlich erst raus, wenn man sich damit auch eine ganze Weile beschäftigt. Ja, also da wird dann auch zu schnell meiner Meinung nach gesagt, dass man da zu viel Zeit in irgendetwas investieren muss. Wenn man hier KI-Beobachtungen macht, ist das aber nun mal eine Zeit, die muss man investieren, weil wie soll man sonst zu irgendeinem Ergebnis in der Einstellung der KI kommen, wenn man die KI nicht beobachtet? Und das muss man auf so einer Map wie Sonnenburg machen oder Kleinfort, also irgendwo da, wo Abzweige da sind, wo Anforderungen da sind und wo verquerteste Linienwege sozusagen da sind und nicht auf einer geraden Strecke wie M1. Ja. Oder auf dem Kreisverkehr wie Diorama. Da wird man nicht fündig in Sachen KI-Beobachtung. Kann ich mir das die ganze Zeit angucken und sagen, ah, benimmt sich das schön. Aber sobald ein Abzweig kommt, der da nicht vorgesehen ist, geht's verquer. Nö, ich bin aber 4 Sekunden zu spät. 40. Nicht 4. So. Hauptbahnhof Endstelle bitte alles aussteigen. Das ignorieren die natürlich. Ja, wie immer. Wenn immer alle bis zur Betriebshaltestelle mitfahren. Weil sie das aus Berlin so kennen. Manche bleiben auch da noch frech sitzen. Oder stehen. Die stehen, sind ja noch viel frecher. So, hier jeden Verkehr haben wir nicht. Ja, dann kann man reinfahren. Und geradeaus. Jawohl. Schon wieder der Kollege von der 4. Das ist der Nachteil, man hat den immer mit dem gleichen Kollegen zu tun. Könnt ihr euch nicht mal abwechseln? So. Gut. Das war eine Runde E5. Entspanntes Fahren in Sonnenburg auf dem Sonntagnachmittag. Kann ich nur empfehlen, das nachzumachen. Alles andere ist im Moment ein bisschen stressig. Es tut mir ja auch sehr leid, dass man da so oft Signalanlagen drücken muss und so weiter und so fort. Und in die KI ein... Wo will ich hin? Neumarkt. Nicht Hauptbahnhof. So. Bitteschön. So. Und dann sage ich wie immer beim Schließen der Tür... Machen wir das mal ordentlich. T und C Steuerung und den noch weg. Und dann sieht das ordentlich aus. Naja, so richtig ordentlich sieht es auch immer noch nicht aus. So sieht es vielleicht ein bisschen schöner aus. Dann sage ich wie immer Tschüss!